Inwieweit können die syndromspezifische Forschung zu Verallgemeinerungen oder Zuschreibungen beitragen, die der Heterogenität der Menschen mit Down-Syndrom nicht gerecht wird? Das ist eine gute Frage. Ich sprach ja eben noch von Personen mit Trisomie 21, die einen Universitätsabschluss gemacht haben, sogar oder promoviert sind. Und es gibt eine Menge Studien über die Fähigkeiten von Menschen mit Trisomie 21, zum Beispiel im schriftsprachlichen Bereich oder im mathematischen Bereich. Und die Ergebnisse sind statistische Ergebnisse. Es ist ganz schwer bis unmöglich, dort diese Ergebnisse auf die Einzelperson anzuwenden. Und natürlich ergibt sich aber ein gewisses Bild, wenn wir uns diese Studien anschauen. Man sieht, es gibt eine allgemeine Entwicklungsverzögerung, die sich in den verschiedenen Lernbereichen unterschiedlich auswirkt. Und ich glaube, dadurch, dass es ein paar bekannte Persönlichkeiten mit Trisomie 21 gibt, die dieses Muster durchbrechen, zum Beispiel Pablo Pineda, der mittlerweile oder der zwischenzeitlich auch als Schauspieler auftrat, der pädagogische Psychologie studiert hat. Dadurch ist das Bild bei Trisomie 21 in gewisser Weise gesellschaftlich eher gerade gerückt. Aber wenn wir uns andere Syndrome anschauen, die vielleicht viel seltener auftreten und auch viel weniger beforscht worden sind, wie zum Beispiel das Prader-Willi-Syndrom, dann erlebt man oder erlebe ich in meiner Arbeit regelmäßig, dass es syndromspezifische Zuschreibungen gibt, die man nachlesen kann, also die gewisserweise dem Allgemeinwissen entsprechen, die aber überhaupt also kaum bis gar nicht auf einzelne Personen anzuwenden sind. Und wenn man sie anwendet, wenn man diese syndromspezifischen Zuschreibungen anwendet, dann kann es passieren, dass man das Kind, ich spreche jetzt von dem Kind, mit dem ich arbeite, dass man das in seinen Potenzialen vielleicht letztlich beschneidet. Und das ist tatsächlich eine große Gefahr. Deswegen ist es wichtig, dass man solche Studien grundsätzlich ja, kritisch liest und rezipiert. Das war auch was, was ich überlegt habe im Zusammenhang mit dieser Aufmerksamkeitsbegrenzung sozusagen. Ja. Inwieweit sage ich also, ja, Menschen mit Down-Syndrom haben diese Aufmerksamkeitsbegrenzung und deswegen biete ich ihnen nur dieses oder jenes Material an. Also da auch sozusagen auch für die Studierenden, die sich dann mit diesen Fragen auseinandersetzen, zu so einer vorsichtigen Haltung zu kommen und eben nicht zu sagen, oh, Down-Syndrom, zack, nehme ich die Ja, das App, stimmt. ist alles schön. Ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Denn also die Aufmerksamkeitsbesonderheiten, die haben wir tatsächlich bei allen Untersuchungsteilnehmern und Teilnehmerinnen mit Trisomie 21 nachgewiesen. Und das waren eine Menge. Und das war völlig unabhängig davon, welchen Schulabschluss sie haben, ob sie gerade glücklich oder unzufrieden sind, ob sie depressiv sind oder nicht, wie die Tagesform war. Es war wirklich unabhängig davon. Und deswegen kann man mit gutem Gewissen davon ausgehen, wenn man mit einem Menschen mit Trisomie 21 zu tun hat, hat er einen verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang. Aber das heißt nicht, dass ein Unterrichtsmaterial, das vielleicht gerade für diesen Aufmerksamkeitsumfang entwickelt ist, auch absolut sicher passend ist. Es kann schon eine Kleinigkeit daran stören und unpassend sein und schon wäre es verlorene Zeit, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, auch bei Lösungen, die speziell für eine Gruppe erstellt worden sind, ist es immer wichtig zu hinterfragen, passt das auch zu diesem einen Kind? Und ich musste häufiger erleben, insbesondere bei der Leselernmethode, dass eben andere Methoden auch gut funktionieren können. Und dann wäre es fatal zu sagen, nein, wir bestehen jetzt auf diese eine Methode, weil sie statistisch gesehen am besten passt.